Schwerin ist weitaus mehr als nur ein touristisches Ausflugsziel. Es ist eine Stadt mit viel Mehrwert, in der es sich zu leben lohnt. Mit der Kampagne Lebenshauptstadt Schwerin möchte die Stadt für sich werben und als lebenswerter Wohn- und attraktiver Arbeitsort aufmerksam machen. Ob Fachkräfte, Studenten oder einfach nur Umzugswillige. Sie alle würden sich in einer lebenswerten Stadt wohlfühlen. Im Rahmen der Kampagne werden verschiedene Mittel eingesetzt, um für die Stadt zu begeistern, wie auch zum Beispiel ein Comic. Diesen verfasst Stefan Pede von der Hauspost. Da geht es um den kleinen Richard, der ja quasi gerade mit seinen Eltern hierher gezogen ist und irgendwie nicht so richtig weiß, wo er anfangen soll, keine Freunde hat, die Stadt nicht kennt. Aber seine Eltern eben ganz überzeugt davon sind, nach Schwerin zu ziehen, was ja logisch ist. Ne? Das kann ich natürlich sehr gut nachvollziehen. Und der steht dann eines Tages ganz traurig an einem der Ufer der vielen Seen. Und auf einmal kommt die kleine Alex vorbei, Schweriner Kind, und sagt ihm: Mensch, warum bist du denn so traurig? Und er erklärt das ganz kurz und dann lädt Alex den Richard ein zu einer Fahrt auf dem Opti durch Schwerin. Nandolino, ein bunter Drache, der am Pfaffenteich auch als Figur die Umgebung ziert. Vor allem ist er auch ein Glücksbringer für das Drachenboot-Festival. In zahlreichen Comics der Hauspost ist er die Hauptfigur und erlebt dabei immer wieder neue Geschichten. Neben Nandolino gestaltet Stefan Pede auch privat immer wieder neue Comics. Größtenteils hat das immer so einen funny Background. Also das heißt, das sind keine Superheldengeschichten, das sind keine ernsten Themen, keine Gruselgeschichten, sondern es ist eigentlich immer, dass man mit einem gewissen Augenzwinkern durch die Welt geht, die Welt betrachtet und irgendwie einen fantastischen Hintergrund dabei hat. Also alles, was ich so zeichne, versucht sich selbst nicht so ernst zu nehmen, versucht aber dabei auch irgendwie nicht dümmlich und infantil zu sein. Also es soll immer auch so ein kleines bisschen auch für den Erwachsenen sein, der das Kind in sich irgendwie noch hat. Das heißt, wenn man sich jetzt Nandolino in der Hauspost anschaut, dann gibt es da viel, was Kinder so für sich entdecken können, aber auch immer, wenn man genau hinschaut, auch mal was für Erwachsene. Von der Grundidee über das Konzept, die groben Skizzen, die anschließende Detailarbeit bis hin zum Kolorieren am Computer. Hinter jedem Comic steckt viel Arbeit. Auch wenn es manchmal ein ziemlich einsamer Job ist, macht er Stefan Pede dennoch großen Spaß. Begeisterung für Comics und das Zeichnen entdeckte er schon früh. Das ist mir irgendwie, glaube ich, in die Wiege gelegt worden. Also ich habe eigentlich schon immer Comics gelesen und dann natürlich auch immer gerne abgezeichnet. Ich weiß nicht, ob ihr das Mosaik kennt, aber damit ist man halt so in der DDR so groß geworden. Und ich fand das immer ganz faszinierend, diese Kombination zwischen Bild und Text und damit irgendwie einen interessanten Spannungsbogen zu erzählen und auch lustige Geschichten zu erzählen. Das war eigentlich auch immer mein Ziel, das selber machen zu können. Und eigentlich ist es für mich so ein fast cineastischer Aufbau. Wenn man das sich anguckt, dann ist es letztendlich ein Comic ja auch wie so eine Art Storyboard für einen Film. Stefan Pede ist selbst ein Rückkehrer. Der 37-Jährige stammt gebürtig aus Wismar und hat dann eine Zeit lang in Grevesmühlen und im Hamburger Umland gearbeitet. 2016 kehrte er aber wieder zurück in seine Heimat Mecklenburg-Vorpommern. Die Wahl für Schwerin als Arbeitsort fiel ihm nicht schwer. Schwerin ist auf jeden Fall eine lebendige Stadt, bietet natürlich auch viele Möglichkeiten an Jobs. Das ist jetzt im Umkreis so gar nicht so. Und mein Ziel war es sowieso einfach nach Mecklenburg wieder zurückzukommen. Und dann ist Schwerin eigentlich neben Rostock wahrscheinlich so die erste Anlaufstelle als Arbeitgeber. Ja, und hier gibt es viele Agenturen. Ich komme aus dem Bereich Mediengestaltung, Grafik, Illustration und Webdesign. Und von daher war es für mich ein logischer Schritt, wieder nach Schwerin zu kommen. Vor allem das Schloss, die ruhige, familiäre und menschliche Art bringen den Comiczeichner dazu, sich in Schwerin wohlzufühlen und einige Inspirationen für seine Werke zu erhalten. Für Stefan Pede ist Schwerin auf jeden Fall ein attraktiver und schöner Arbeitsort.